Pressekonferenz recht herzlich begrüßen und ich darf Sie gleich um Ihre Fragen bitten. Wie ist dein Puls gegangen? Hast du immer genau gewusst, wer jetzt gerade oben und unten ist? Das hat er mehrmals gewechselt und da war die Partie dann doch am Ende entschieden. Und hast du dann schon mehr nach Ried geschaut? Nein, bis zur 75. Minute habe ich nicht gewusst. Es war auch so ausgemacht. Ich wollte das nicht wissen. Aber erst ab der 75. Minute habe ich dann die Information gekriegt, wir müssen mehr machen, aber da, zu dem Zeitpunkt ist schon 2-0 gestanden und da ist natürlich dann, da hast du dann nur mehr hoffen können, dass auf den anderen Plätzen was passiert. Und das Engerle hat runtergeschaut und ja. Du hast vorher nicht reden wollen, weil irgendwas den Bären erlegt man nicht oder das Feld verteilt man nicht, bevor der Bär nicht erlegt ist, was das immer genannt. Was ist das jetzt wert für einen Aufsteiger, dann oben drin zu sein, sicher nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, vielleicht um Europa mitzuspielen? Wo ist das einzuordnen in deiner Karriere? In erster Linie einmal, ist für den Verein eine super Sache, weil der Verein jetzt Planungssicherheit hat. Jetzt gehen wir davon aus, dass wir auch die Lizenz für 2022, 2023 kriegen. Das ist einmal schon ein großer Vorteil, dass du jetzt praktisch Anfang März schon irgendwo anfangen kannst, gewisse Dinge zu planen. Für die Mannschaft freut es mich natürlich irrsinnig, auch wenn es jetzt bis zum Schluss sehr, sehr eng war, weil sie hat über diese 22 Spiele wirklich eine tolle Saison gespielt. Auch wenn es vielleicht jetzt für andere Vereine komisch klingt, aber ich denke schon, dass wir verdient auch unter den ersten Sechser stehen, weil wir einfach über das ganze Jahr gesehen nie eine Phase gehabt haben, wo wir einmal über 3-4 Spiele keinen Erfolg gehabt haben oder eine Negativserie. Aber man muss auch dazu sagen, dass mir trotzdem als Trainer das heutige Spiel trotzdem ein bisschen neu im Morgen liegt, weil es ist trotzdem eine Niederlage, die was eigentlich nicht so eingeplant war, sage ich mal so, weil wir doch aus eigener Kraft diesen Platz 6 wollen erreichen hätten wollen. Ist uns aber leider nicht gelungen. Haben wir müssen auf Schützenhilfe warten, aber wir nehmen es trotzdem an, gar keine Frage. Aber natürlich darf man das Spiel nicht jetzt einfach hernehmen und abhackeln, das werde ich sicher nicht machen. Ich probiere es noch, auch wenn ich nicht sicher bin, ob ich da eine Antwort kriege. Du hast als Stürmer auch ein paar Partien in Hütteldorf gespielt. Wie weit hast du mit Bernhard Zimmermann gerechnet und was sagst du zu seinem ersten Heimspiel da in Hütteldorf, einmal 20-Jähriger dann in so einer Druckpartie zwei Tore macht? Jetzt könntest du was drüber sagen, jetzt seid ihr ja oben. Was hast du mit dem Burschen so gerechnet dann? Ja, in Tirol hat er schon gespielt. Ja, der vorige Woche schon gespielt. Also ich bin davon ausgegangen, ich war bei meiner Einschätzung nicht so falsch von der Aufstellung her. Ich habe mit dem hier gerechnet. Ist auch so passiert. Und eigentlich mit den zwei Stürmern vorne. Natürlich aber beim ersten Tor, muss man schon sagen, so ein langer Diagonalpass, dass so ein erfahrener Spieler wie der Thorsten den Ball unterschätzt. Da haben wir ein bisschen Schützenhilfe gegeben, aber ist natürlich für einen jungen Spieler, wie so für den Zimmermann natürlich optimal, wenn du im ersten Heimspiel da und gleich zwei solche Tore machst. Aber man muss jetzt natürlich auch aufpassen, also das ist ein junger Spieler noch und da muss man aufpassen mit dem Loben immer. Das muss immer im Gleichgewicht sein. Gott sei Dank bin ich nicht der Trainer von ihm, der da vielleicht dann ein bisschen wieder runterholen muss. Das steht mir auch nicht zu. Aber hat gezeigt, dass er ein treffsicherer Stürmer ist. Gratulation, Peter, zu den Top 6. Du hast gesagt, du willst eigentlich gar nicht wissen, wie es bei den anderen steht. War das aufgrund dieses Spiels dann so, dass du nach 75 Minuten gesagt hast, so, jetzt sagt es mal, wie es ausschaut, oder war das schon sowieso geplant, dass man dann irgendwann am Schluss doch schauen muss, wie eng das es wird? Ja, es war eben so geplant und gedacht, dass ich bis zu einem gewissen Zeitpunkt der Ruhe haben will, weil ich natürlich in die Spiele eingegangen bin, dass wir es aus eigener Kraft schaffen. Also wir haben ja trotz allem eine Mannschaft, die was auch hier bestehen kann, wenn viele Dinge zusammenlaufen.
Und dadurch war es so ausgemacht, dass ich erst relativ kurz vor Schluss die Information kriege, wie was war. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich die Information gekriegt habe, wie gesagt, ist schon 2-0 gestanden, da ist dann natürlich schwer. Irgendwo, wir haben so ein bisschen einen Plan gehabt, was können wir machen, wie, aber bei 2-0 kannst du dann nur mehr ins offene Messer rennen, das bringt aber dann auch aus meiner Sicht dann auch nichts mehr, weil anschlachten wollen wir sie auch nicht anlassen, nur dass wir halt jetzt vielleicht, so wie man sagt, geplant haben in Wien als zweite Spitze, weil der doch Kopfball stark robust ist, aber dann kannst du einfach nur mehr hoffen, dass auf die anderen Plätze sich das so ergibt, dass wir oben bleiben. Gott sei Dank ist dann so in Ried passiert zum Beispiel. Eine Frage nur zu Ried, du hast das vielleicht mittlerweile schon mitbekommen, wie knapp das war und dass Ried das durchaus gewinnen hätte können. Weiß nicht, wie deine Verbindungen nach Graz sind, wird es da von euch vielleicht irgendwo in irgendeiner Form ein Dankeschön geben oder kann man sich das jetzt gar nicht erlauben, weil man vielleicht sogar schon am Sonntag direkt wieder als Gegner hat? Ich denke, Sturm Graz hat ja auch in Ried gewinnen wollen, das hat man ja im Vorfeld auch mitgekriegt. Also jetzt da irgendwie Danke sagen, glaube ich, ist glaube ich das falsche Wort. Sie haben eine Leistung gebracht, wir wollten hier heute eigentlich selber aus eigener Kraft das machen, aber es war natürlich dann zum Schluss, die letzten 10 Minuten waren ja sehr turbulent, nicht? Ich glaube Ausgleich 1-1 und auf einmal ist die Meldung gekommen 2-1 für Ried, wahrscheinlich verdient auch und ich denke auch Ried hätte es verdient, unter die ersten 6 zu sein, weil sie auch eine ganz tolle Saison bis jetzt gespielt haben. Und dann auf einmal kommt der Ausgleich, dann kommt auf einmal irgendwas rote Karten, habe ich irgendwas mitgekriegt und dann war, glaube ich, kurz vor Schluss irgendwo ein Freistoß am 16er oder irgendein gefährliches. Ja, natürlich, also, aber es wäre für uns, muss ich einfach zugeben, ich wäre sehr enttäuscht gewesen, wenn wir nicht unter die ersten 6 geblieben wären. Das war dann schon eine Riesenenttäuschung gewesen. Auch wenn es natürlich vom Programm her, letztes Spiel da in Wien, erstmalig Zuschauer. Ich glaube, wir haben genug Spieler in die Reihen gehabt, die haben noch nie vor 20.000 Zuschauer gespielt. Also, und das ist natürlich auch eine Situation, mit der was du erst umgehen musst, wo die Spieler erst umgehen müssen. Aber sie haben es im Großen und Ganzen teilweise gut erledigt, aber im Endeffekt haben wir billige Tore bekommen, wenn man die 2 Tore hernimmt, vor allem die ersten 2. Und es ist einfach für uns jetzt trotz allem ein schönes Gefühl. Bei mir wird es sicher erst ein paar Tage dauern, bis das kommt, weil einfach das Spiel einfach für mich noch zu nah ist und das haben wir halt klar verloren. Aber es ist natürlich ob morgen, ob auslaufen und die Auslosung dann kriegen, dann wird wahrscheinlich die Stimmung dann schon positiver sein, dass ich mich auf die nächsten 10 Spiele freue. Nur eine Frage zur Stimmung allgemein. In deiner Zeit hat es da damals noch im Hanapi-Stadion großartige Fußballfans gegeben mit unglaublicher Stimmung. Jetzt war lang gar nichts. Heute war es vielleicht so ähnlich wie damals. Wie hast du das erlebt? Kann man das vergleichen? Ich denke, dass im alten Stadion, wie die Erfolge dann gekommen sind, dann genauso eine tolle Stimmung. Hier gibt es natürlich noch eine Größe, also von der Akustik her, weil es ja doch anders von gebaut ist. Und man weiß ja, die Rapid-Fans können einfach der Stimmung machen, die können auch der 12. Mann sein. Das hat es immer schon gegeben oder sehr oft gegeben in Hütteldorf und sie haben es heute wieder bewiesen. Und es war endlich einmal Zeit, dass wir wieder einmal vor einer tollen Kulisse spielen können, dass wieder die Fußballstadien auch gefüllt werden dürfen. Und natürlich freuen wir uns also auf die nächsten Aufgaben, weil da denke ich schon, dass wir auch dementsprechend die Zuschauerzahlen wieder haben werden, dass wirklich einen Spaß macht, in solche Stadien zu spielen. Ihr habt jetzt das Saisonziel vorzeitig erreicht, aber was kann man jetzt erwarten in der Meistergruppe von euch? Bitte lass uns mit das verarbeiten, dass wir heute verloren haben und dass wir in der Meisterrunde stehen, in den oberen Playoff. Was kann man erwarten? Also, wenn man die ganze Saison jetzt so durch einen Schnelldurchlauf durchgeht, wir waren der erste Verein, was RB eine Niederlage zugefügt haben. Es ist jetzt die Frage,
wie oft wird uns das gelingen oder wie oft wird das angelingen. Dann hast du einfach tolle Spiele wieder da in Hütteldorf und auswärts. Es ist einfach... Bitte? 3 Punkte in Klasse 2. Das weiß ich gar nicht. Danke für die Hilfe, danke Herr Konrad. Ja, dann greifen wir an. Ja, warte, man muss... Man schon, dann schon, nicht? Nein, also es ist schön, es ist für die Spieler natürlich eine tolle Aufgabe. Die Spieler können da nur lernen, man braucht in unseren Kader hernehmen. Jeder, der sich ein bisschen näher damit beschäftigt, wir haben in Wirklichkeit 3 Spieler mit Bundesliga-Erfahrung. Das ist Thorsten Mara, das ist Markus Pink und Flo Rieder. Rieder ist heute krankheitsbedingt ausgefallen und der Rest waren aus der 2. Liga und teilweise sogar aus der 3. Liga. Also da, allein diese Komponente ist eine tolle Situation und für die Spieler natürlich eine riesen Aufgabe, was uns da jetzt erwartet. Gibt es noch Fragen? Jetzt ist ja die Meistergruppe an sich, glaube ich, auch traumlos. Man hat die großen 4 und man hat den Gegner gegen den... Wer sind die großen 4? Die sogenannten, also Rapid, Austria, Sturm, Salzburg. Die Rapid zählt jetzt auf einmal zu den großen 4. Haben aber jetzt vor einem Tag noch gesagt, warten, wir müssen überhaupt schauen, dass wir unter die ersten 6 kommen. Zumindest okay, gut, ich lasse anders gelten. Natürlich ist Rapid. Von der Reputation. So ist es, genau so ist. Genau, und so, wenn man es so nennt, dann gebe ich dir recht, ja. Und dann hat man noch 2 Derbys gegen den WRC. Ist das aus Ihrer Sicht wahrscheinlich auch traumlos? Und zweitens, ist da die Hoffnung noch größer, dass in Klagenfurt jetzt wieder richtig viele Menschen zuschauen kommen? Weil das war in letzter Zeit auch auflagenbedingt natürlich schwieriger. Ich habe es ja am Anfang der Saison gesagt, also Austria Klagenfurt war 15 Jahre weg vom Fenster. Regionalliga, ich glaube sogar 4. Liga, oder? Ich glaube 4. Liga, oder? 4. Liga? Nein, oder 3. Dritte, zweite, also keine sage ich, hochklassigen Spiele und das muss man sich jetzt erst wieder erarbeiten, gar keine Frage, es ist eine ganze Generation an Zuschauern weggebrochen, aber es ist umso schöner, dass wir jetzt da dabei sind und jetzt müssen wir halt die Chance nutzen, auch wenn es schwere Spiele werden, auch wenn es Spiele werden, die was, wo man sich jetzt vielleicht schon darauf einstellen kann, hoppala, es werden bittere Spiele, aber wenn wir wieder diese Leistungen bringen, die was wir im Herbst gebracht haben, wo wir wirklich über den Kampf ins Spiel kommen sind, wenn wir die Tugenden wieder bringen, dann werden wir auch in den Meisterplayoff unsere Punkte machen. Und das muss eigentlich das Ziel, und das werden wir uns als Ziel als Mannschaft setzen. Wir werden sie die Wochen jetzt ein bisschen unterhalten über diese Sachen, weil es ist auch, kann nicht immer der Trainer immer nur Ziel vorgeben oder der Verein, sondern man muss es auch ein bisschen mit der Mannschaft über das reden, was sich die Mannschaft selber zutraut. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das intern ein bisschen... Und da hoffe ich, dass wir eine gute Figur machen können. Wir freuen uns natürlich sicher auf das Kärntner Derby. Ich meine, man muss wieder dazu sagen, alle beiden Kärntner Vereine sind im oberen Playoff. Das ist schon eine tolle Leistung von beiden Mannschaften. Und natürlich kommen dann die großen Spiele auch. Eben wieder, wie gegen Rapid, wie gegen Salzburg, Austria-Wien. Das Wiener Derby jetzt wieder, sind auch wieder schöne Sachen. Also es sind wirklich tolle, tolle Spiele, was uns da in den nächsten Wochen, Monaten erwarten. Jetzt hat der Patrick Kreil heute schon gesagt, es wird gefeiert, im Endeffekt, bis es hell wird. Ist da der Trainer dabei oder gibt es da dann morgen vielleicht auch einen freien Tag? Ja, bis um 10 Uhr. Ich weiß gar nicht, was wir uns feiern. Gibt es ja vielleicht noch Gesprächsbedarf? Nein, natürlich ist ein kleines Bier ist heute erlaubt, dürfen es auch im Bus trinken, gar keine Frage. So streng sind wir nicht. Nein, es ist wirklich, man merkt es jetzt in der Kabine, wie gelöst das die Stimmung ist. Haben sie sich wirklich absolut verdient und beim Greili hat man auch heute gesehen, warum das Rapid am will. Weil er einfach Qualität hat. Aber ich weiß ganz genau, dass er jetzt die nächsten 10 Spiele noch alles für Austria Klagenfurt geben wird. Um dementsprechend sich auch von den Vereinen auch dann im Sommer zum Verabschieden. Wird halt wieder trainiert, wenn es hell ist. Wir haben schön dunkel nah trainiert. Nein, wie gesagt, es wird gefeiert. Es wird gefeiert, bis hell wird. Aber wenn man sie kennt, wird doch, wenn es wieder hell wird, dann schon trainiert. Oder kommen aber direkt, oder wie ist das?
Nein, also so ist. Wir haben zwar was Großartiges erreicht, gar keine Frage, Gratulation, ich kann es nur immer wiederholen. Ich freue mich auch für die Mannschaft, für den Verein. Für mich persönlich natürlich ist es auch eine schöne Geschichte. Aber deswegen gehen wir jetzt nicht aufhören und können nur von Feiern reden oder sonst irgendwas. Das natürlich morgen ausgelaufen wird und am Dienstag frei, weil wir erst wieder dann am Sonntag spielen. Das wird so beibehalten. Aber es ist schon so, dass man natürlich auch dementsprechend Profi hofft, er weitermachen muss. Außer der Bus verfahrt sich heute. Was bei unserem Busfahrer nicht so schwer ist, muss ich wirklich dazu sagen. Ja, wenn ich da nicht hinter ihm sitze und ihm auf den Weg sage, ja, das man oft nicht auch kommen tut, wo man hinkommt. Ja, aber jetzt braucht er sich nur fünf, Stadien merken. Also, ja. Ja, aber das merkt er sich auch nicht. Seine Route ist Löbelpass und wieder retour. Die fährt er blind. Aber auf der anderen Seite. Nur du möchtest nicht drinnen sitzen, wenn du immer aufschaust in die Schlucht. Aber auf der anderen Seite hat, wenn das so beibehalten wurde, hat es auch Glück gebracht. Also von daher. Also wir kommen schon. Zwar nicht immer unfallfrei, das passiert uns nicht immer, aber wir kommen schon immer ans Ziel, dort wo wir hin wollen mit dem. Heli macht das schon. Gibt es noch Fragen? Ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Jetzt war ich ja ein Jahr auf der Pressekonferenz. Ja, aber ich bin schon gespannt dann bei den nächsten Geschichten. Was wollt ihr jetzt noch über mich schreiben wegen Rapid? Ist eh schon alles aufgedeckt. Jetzt gibt es ja nichts mehr. Nicht? Wir können jetzt das nächste Mal nicht wieder schon mal der Master drinnen kommt. Aber es ist auch schon 14 Jahre. Puh. Ja, halt eh, das stimmt ja. Und der Schrim hat er noch nicht, aber er ist am Weg dorthin. Aber nicht bei Rapid. Passt. Dankeschön. Schönen Abend. Ciao.